Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Wenn wir tiefe Löcher bohren, kann es immer mal passieren, dass das Bohrloch instabil wird und dann klemmt der Bohrstrang im Bohrloch fest. In dem Fall ist es gut, wenn man eine Schlagschere eingebaut hat. Eine Schlagschere ist immer ein bisschen schwierig zu erklären, aber wir versuchen das heute einfach mal. Also bei einer Schlagschere, wenn man sich die äußeren Teile anguckt, dann ist das in erster Linie ein Rohr, ein Außenrohr, was mit Öl gefüllt ist. Und in diesem Außenrohr ist ein kleiner Amboss eingebaut. Das ist ein Ring und noch ein zweiter Ring. Das ist der Drosselring. Und in diese Außenteile werden nun die Innereien eingebaut, die im Prinzip so aussehen, wie wir das hier sehen. Das ist ein Hammer mit einem dünnen Schaft. Und das Ganze muss natürlich zusammengebaut werden und dann sieht man, dass der Hammer mit dem Schaft in den Gehäuse platziert wird und zwar so, dass der dicke Hammer in dem Innendurchmesser des Drosselrings positioniert ist. Natürlich ist das hier nur eine Prinzipskizze. Hier daneben sieht man, wie eine Schlagschere tatsächlich aussieht. Und diese Schlagschere wird in der Bohrgarnitur im oberen Bereich der Schwerstangen platziert, so wie das hier zu sehen ist. Ja, normalerweise braucht man die Schlagschere nicht, hoffentlich, aber wenn wir nun irgendwann mal im Bohrloch festsitzen, dann kann die Schlagschere ihre Wirkung entfalten. Dazu muss die zunächst irgendwie mechanisch oder hydraulisch entsichert werden. Ja, und jetzt wird der Bohrstrang an der Oberfläche ganz lang gezogen. Also unten sitzen wir ja fest und wir ziehen den Kloben oben am Bohrturm ganz weit nach oben. Und dadurch steht der ganze Bohrstrang unglaublich unter Spannung. Und der Hammer möchte gerne in dem Drosselring nach oben rutschen, um diese Spannung abzubauen. Aber wir sehen hier, dass nur ganz wenig Platz ist zwischen dem Drosselring und dem Hammer. Und das Hydrauliköl, was in der Schlagschere drin ist, muss durch diesen Engpass durchfließen. Und das dauert eine Weile. Und deswegen geht der Hammer am Anfang nur ganz langsam nach oben. Aber zum Schluss, plötzlich, wenn der Hammer aus dem Drosselring rauskommt, dann gibt es einen großen Knall und die Schlagschere löst aus. Das ist ein riesen Knall, da wackelt oben der Bohrturm und wenn alles richtig läuft, dann hat sich durch diesen Schlag der Bohrmeißel gelöst. Mit so einer Schlagschere kann man nach oben und nach unten schlagen, da möchte ich aber jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber diesen Prozess des Schlagens sehen wir hier neben mir in dieser Animation noch mal etwas genauer und etwas deutlicher. Zunächst bewegt sich der Kolben ganz langsam und dann löst er plötzlich aus. Ja, und dann sind alle glücklich, wenn der Strang wieder frei ist und wir weiter bohren können. Ja, und wer genaueres darüber wissen will, der kommt in unsere Vorlesung Grundlagen der Bohrtechnik hier nach Freiberg. Wir freuen uns über jeden, der in unserem Hörsaal sitzt. Glück auf!